Hey yo, Leute, willkommen zu einer neuen Folge der diesjährigen Champions League Saison mit einer etwas anderen Partie. Heute spiele ich mit FC Porto gegen FC Chelsea. Und es müssen nicht immer nur die deutschen Teams in der Reihe sein. Es gibt auch andere interessante Partien. Und deswegen kommt heute mal der FC Chelsea und der FC Porto mal zum Zuge. Wir spielen mit dem FC Porto in den blau-weißen Trikots, Chelsea in den gelblichen Auswärtstrikots. Ja, ich weiß, es sind nicht die aktuellsten Trikots, es sind nicht aus der Vorsaison, doch lade ich ja gerade, wie im letzten Video schon erwähnt, den neuesten Patch runter, der die ganzen aktuellen Transfers berücksichtigt hat und die aktuellen Trikots der diesjährigen Saison besitzen wird. Und ich muss dazu noch hinzufügen, dass ich die ganzen Aufnahmen hier am Stück mache, also deshalb lädt der Patch noch, also es ist immer noch die gleiche Zeit, die ich hier gerade aufnehme. Und deshalb seht ihr noch die alten Trikots. So. Jetzt geht's gleich los. Wir haben Anstoß mit FC Porto und Quaresma darf anstoßen. So, der Ball ist erstmal schon nach hinten befördert worden. Schön mal schöne kurze Wirbelpässe. So, immer hier ein bisschen sortieren. So schnell. Ah, immer schön schnell spielen. Ne? Das ist unsere neue Marschroute. So. Gut, wir sind tanzen, rumtanzen, schön ausspielen. Na, der lässt sich aber nicht. Ja gut, jetzt ist er aus. Ausspielen können. Gut. Ah, jetzt sind wir den Ball losgeworden. Oh, jetzt wird es gefährlich. Jetzt war extrem viel Platz. Drogba. Bei mir hat sich Drogba noch nicht in den Ausland verabschiedet. Der fühlt sich dann Chelsea noch immer noch wohl. Also den Amis hat sie noch nicht verschlagen. So. Schön Grenze ansetzen, ja, ist gar nichts, geht weiter, nein, sagt der Kritzig, der spielt nicht mit, muss mir sofort auch die gelbe Karte geben. Wäre es natürlich anderer Meinung, das war ein klar beigespielt. Kann er nicht verstehen, dass er dafür Geld sehen muss. Überhaupt, das Foul muss man überhaupt nicht geben. So, Kopfball verloren gegen, ich glaube, gegen Hazard. Abseits. Nee, nee. Oh, eh durch die Beine. Gut. Oscar. Der ist eine richtig gute Möglichkeit. Aus 16 Metern zieht er da rechts vorbei am Tor. So. Gut. Gut, gut gemacht. Den Doppelpass. Ja, gut. Und? Nein, und jetzt mach rein! Oh, immer so. Rettet er noch mit dem Rückzieher. Letzten Moment. Chelsea. Spieler. Oh, was ist denn das für ein ungenauer Pass? Kann ich hier gar nichts anfangen. Ah, perfekt. Diesmal war das beigespielt. Braucht ihr nicht rumdiskutieren. Drei Mann. Oh, jetzt behauptet sich, der haut sich gegen alle Spieler hier.
Und den geht er auch vorbei. Und an den geht er auch vorbei. Ganz einfach. Ganz easy. Ja, gut, am dritten scheitert es am Ende, aber wir holen uns immer in die Ecke raus. Und daraus kann sich auch was entwickeln. Was gut ist, aber die ist nix. Den kriege ich nicht mehr. Armheben brauchst du auch nicht, da war keiner dran. Wir haben wieder Einwurf, die Londoner. So. Nee. Jetzt spielen sie über rechts. Willian ist am Ball jetzt. Dann gehen wir zurück. Aber die haben wir uns wieder geholt. Ja, schön. Deutschpassspiel. Ah, so kurz. Ja, schon vorne flitzen. Oh, das ist gefährlich. Nein. Gut. Ah, ganz außen, werfen wir lang. Ah, reicht nicht. Ach, da so, ich bin hier oben, schade. Ich dachte, ich bin da hinten der blaue. Oh nee. Zu lange überlegt, ne, William, was du jetzt machen willst. Auflaufen, immer auf den Gegner drauf zu laufen. 19:0 zur Pause. So, etwas zerfahren und langweilig. Kaum Höhepunkte, aber es gibt ja noch die zweite Halbzeit und jetzt eben gerade. Begonnen. So. Oh, 47. Minute. Gut. Wie denn? Nein. Oh, stimmt. Jetzt mich stehen, ne? Nee. Da war Drogba richtig wenig draus. Hat er gar nicht richtig geguckt, wo er eigentlich zum Tor steht. War doch viel zu spitz, der Winkel. Hätte er erstmal annehmen sollen, den Ball. Gegen, ja gut, mit der Brust genommen. Oh, schön. Oh! Hm. Oh, ich bin noch am Ball, immer noch. Schön, da ist jetzt Platz. Nein! War gut wieder geholt. Ey, ist ein Foul. Ja, aber lass doch Vorteil. Na gut, dann nehme ich jetzt den Elfmeter an. Terry hat den verschuldet. Ja. No, wer führt den ausführen? Mike Conn. Oh, das ist ganz schön hart. Reicht das? Yes, 1:0. Unten rechts. Mit der 4. Mike Conn. Und nicht mit den anderen Mike Conn verwechseln von AS Rom. Die haben auch nichts miteinander zu tun. Auch sind auch nicht verwandt. Das ist halt so ein gängiger Name wie Müller oder Meier in Brasilien. So. Das sah ja ganz gut aus. Nach 47 Minuten führen wir. Ja, den kann ich mir doch erlauben. Genau. Ich muss dazwischen mal nach außen spielen. Von gegen. Ja, Kurzpassspiel. Außen. Ah, in der Mitte meine ich. Jetzt.
Ja, komm, annehmen. Kann man immer die Bälle, die wieso die den immer die einfach so annehmen? Locker. Oh. Bisschen jetzt rumgezerre reicht schon, ich verliere den Ball. Löst sich doch vom Ball. Oh Mann. Nein, nicht da hinten. Stark, wie ihr den da einfach so wegnehmt. Den Million, ey. Das war ja auch richtig lässig. Oh, den geht's auch nicht los, den Typen da. Boah, jetzt aber. Oh nein. Na, was ist denn? Wieso ist... Na gut. Ecke geklärt. Und gar nicht. Gut, dann haben wir den sogar noch angeschossen. Ich will noch zurück den Ball. Oh nein, noch nicht er, doch nicht. Jetzt von da schon. Ja, weitermachen. So. Nee. Komm rauf. Gut. Komm, Torwart. Raus. Weg damit. Ah, nie ganz erreicht. Einwurf noch überleben hier. Stark. Weg damit. Yep, 1:0 Sieg. Der FC Porto schlägt den FC Chelsea mit 1:0. Auch wenn das Spiel über weite Strecken auch nicht nach einem Sieger ausgesehen hat, haben wir das Spiel zu unseren Gunsten entschieden. Und für den FC Porto sind das die 6 Punkte. Und das war's schon wieder für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich, haut rein!